Ja, wir haben diese Leitidee in die Öffentlichkeit gebracht. Wir werden die natürlich auch in unserer Stadtverwaltung und unserem Stadtrat diskutieren. Ich gehe davon aus, dass wir sie umwandeln können in ein Strategiekonzept, ohne jetzt jedes einzelne Detail schon mal vorab zu bewerten, sondern als Arbeitsgrundlage zu handeln. Im Zweiten ist es eine Absprache mit den Anrainergemeinden. Wir sind drei, dass wir übereinstimmen, dass wir diese Entwicklung vornehmen. Das muss auch in den anderen Gemeinden beschlossen werden. Wenn wir so weit sind, können wir dann entsprechend handeln und zur Umsetzung gehen. Parallel dazu wird sich die Wirtschaftsförderung der Stadt Görlitz, die ja Wirtschaft und Tourismus handelt, damit auseinandersetzen, wie man das in die Realität umsetzen kann. Also Kontakte knüpfen, Gespräche führen mit potenziellen Investoren und das Ganze in die Zeitachse bringen und in die Frage der Realisierungsmöglichkeiten untersuchen. Das soll bis Mitte des Jahres erfolgen und hoffentlich, und so ist es jetzt auch geplant, mit Begleitung des Herrn Engel, der diese Leitidee entwickelt hat, damit wir uns nicht zu weit davon entfernen. Dass wir also wirklich gute Arbeit, Basisarbeit leisten, die dann notwendig ist, um Strategiekonzepte umzusetzen.